Das ist super, wenn du so eine riesige Familie hinter dran hast, die dich auf eine andere Weise kennen. Wenn wir zum Beispiel ein Spiel verlieren oder ich früher als Trainer ein Spiel verloren habe, kommt von jeder Schwester irgendwie ein SMS im Familienchat, Kopf hoch, nächstes Mal wieder besser. Hallo lieber Martin Schmidt, du bist Sportdirektor bei Mainz 05 und darüber und über deine bewegte Geschichte im Fußball und außerhalb vom Fußball wollen wir heute ein bisschen reden. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Dankeschön, freue mich an der schönen Sonne, in der Arena. Ich habe gelesen, es gibt da einen Oldtimer, der mal aus L.A. in die Schweiz verschifft wurde. Wartet der da eigentlich noch? Ja, der wartet da, der ist eigentlich kurz... Der habe ich wirklich tatsächlich von L.A. selber über den Panama-Kanal und über weiß nicht wie viele Streckenmeter nach Basel, über Rotterdam, nach Basel geschifft, über den Rhein wahrscheinlich ist er auch durch und in die Schweiz. Aber ein knappes halbes, dreiviertel Jahr später kam Mainz 05 und jetzt habe ich ihn halt daheim bei mir reingestellt und fahre ihn ab und zu an Weihnachten oder im Sommer die zwei, drei Wochen, aber sonst, der Kilometer hat er noch nicht viel. Du warst ja tatsächlich vom Jugendspieler an über 20 Jahre bei einem Verein, ne, beim FC Natas, der auch viele Auf- und Abstiege erlebt hat. Ja, ist tatsächlich so. Ich war, glaube ich, schlussendlich 76 bis, ich war, glaube ich, schlussendlich 23, 24 Jahre bei dem Verein. Habe ich Fußball gespielt und wir sind dann tatsächlich irgendwann gestartet in der dritten Liga, zweite Liga, erste Liga, Nationalliga B und die gesamten Schritte eigentlich in den 4-5 Jahren, so eine verschworene Truppe. Da hat man gesehen und damals hauptsächlich gespürt, wir waren nicht die Fußballwunder, Fußballspieler, sondern da war sehr, sehr viel Mentalität, Wille, Ehrgeiz, Überzeugung, Motivation mit drin. Wie wichtig auch Nebenplatz ist, wie auf dem Platz, das Miteinander, auch das normale Leben. Und da habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit auf den Weg gekriegt und meine spätere Trainerkarriere dann auch viel mitgenommen, dass ich wusste, die 10 besten Spieler machen nicht eine gute Mannschaft aus, sondern es müssen die 10 sein, die am besten zusammenpassen. Oder die 11, ich will den Torwart jetzt hier nicht weglassen. Oder die 20 oder die 30, was ein Kader ist. Aber der Kader muss mehr sein als nur die Besten, sondern die geeignetes und die stimmigsten. Ich habe gelesen, bei der ersten Trainerstation gab es einen Spitznamen, nämlich Treno. Was heißt das eigentlich? Der Treno, das war dann schon so die Kosewort für Trainer. Mhm. Und so war ich in der Mannschaft eigentlich auch drin. Das waren ja sehr, sehr viele auch Kollegen, Kumpels. Nebenbei ist man Ski gefahren, Mountainbike gefahren, man lag im Schwimmbad rumgelegen, man war in Cafés im Ausgang, ein Teil meiner Spieler. Waren in Bands, in einer erfolgreichen Punkrock-Band, dann war man plötzlich mit dem Team in einem Konzert und so hat man viel gemacht und da ist man dann halt zum Trainer geworden wirklich und das gibt noch sehr, sehr viele, mit denen ich heute Kontakt habe, die mir schreiben, ey Trainer, gut gemacht und ey, was war los und. Und zu Hause, habe ich gelesen, wart ihr 7 Geschwister, ne? Bereitet einen das eigentlich darauf vor, in so einer Mannschaftssportart zu arbeiten? Ja, wir sind 7 Geschwister tatsächlich, 5 Schwestern und einen Bruder habe ich noch. Vater lebt auch noch und mit 90 Jahren und das Oberhaupt der Familie. Nein, wir sind auch eine verschworene Truppe. Man lernt teilen, man lernt helfen, man lernt füreinander da sein. Man lernt aber auch, wenn man was machen will, kann man sich auch mal ausscheren und muss sich verwirklichen. Man muss nicht immer alles miteinander haben. Aber wichtig ist, dass das große Ganze und das Miteinander, und da kriegt man schon sehr, sehr viel mit auf den Weg. Die Schweiz wird ja fußballerisch aus Gründen, die sich mir nicht so ganz erschließen, immer so ein bisschen unterschätzt. Eigentlich war die Schweiz ja sehr früh schon sehr modern im Fußball und ein sehr wichtiger Mann für Mainz 05, nämlich Wolfgang Frank hat als Trainer auch inspiriert durch andere Trainer in der Schweiz eben schon Raumdeckung, Viererkette und so weiter gespielt. Hat man das damals mitbekommen, dass da auch ein deutscher Trainer unterwegs ist, oder kam das erst so in der Rückschau und auch die Verbindung dann hierher? Die Schweiz ist schon im Fußball eigentlich, das ist nicht viel größer als Hessen, die Schweiz, und Einwohner haben wir vielleicht doppelte, 8-9 Millionen, aber trotzdem sind wir an jedem Großturnier, die U17, U18, U19 ist auf Augenhöhe mit Deutschland, mit Italien, mit Frankreich, also das zeigt schon, dass wir da irgendwo was anders machen und vielleicht halt auch warum, weil wir im Tick mutiger sind, wir sind kleiner, wir können schneller was ändern und in Bewegung bringen. Und das war damals so. Anfangs der 90er Jahre war das bei uns so, dass schon die Viererkette, Raumdeckung mit Viererkette kam.
Ein Roy Hodgson hat das dann richtig in die Ausbildung reingebracht. In der Zeit ist auch ein Wolfgang Frank natürlich in der Schweiz Fußball gespielt, groß geworden. Und hat das dann auch, wenn ich Christian Heidl immer wieder erzähle, der kam da im Januar und gesagt, aber ich will Viererkette spielen. Alle haben die Hände über dem Kopf zusammengeworfen und in der Rückrunde haben sie, glaube ich, alles an die Wand gespielt. Das war was komplett Neues. In der Schweiz haben wir das aber schon seit ein paar Jahren gespielt und auch schon in den höheren Ligen. Also da waren wir schon einen Tick weiter. Ich weiß zum Beispiel 96, die EM in England, hat Deutschland noch mit Sammer als Libero gespielt. Und die Schweiz war 96 da mit Roy Hodgson in der Viererkette und wir haben da Raute gespielt damals, weiß ich noch genau, sehr, sehr oft und Viererkette, Raumdeckung und so weiter. Da waren wir schon und der Wolfgang Frank hat sich sicher auch da sehr viel inspirieren lassen und das hier nach Deutschland gebracht. Ihr habt ja damals, Bo und du, schon kurze Zeit auch zusammen eben die Mannschaft trainiert, weil er zuvor auch unter Kasper Jürmend eben im Trainerteam war. War da schon absehbar, was im Bo drinsteckt als Trainer? Ja, das hat man schon gesehen als Spieler. In seinen letzten ein, zwei Jahren oder im letzten Jahr, wo er nicht mehr regelmäßig gespielt hat, hat man schon gemerkt, wie er sich mit dem Spiel auseinandersetzt und er draußen sitzt und nicht frustet, warum er jetzt ein bisschen älter ist und vielleicht nicht mehr immer spielt, sondern weil er draußen war und hat das Spiel analysiert, hat das Spiel gesehen, was könnte man und was müsste man und da hat man schon gemerkt, dass es in die Richtung geht. Ihr teilt euch ja sowohl im Hintergrund die Arbeit auf, also inhaltlich, als auch dann eben in dem, wie ihr nach vorne rausgeht, also zum einen Christian Heidl und du eben im Inhaltlichen, aber Stefan Hofmann ist natürlich so in dem nach außen repräsentieren auch noch mit drin. Passt das so ganz gut, dass keiner die ganze Zeit zum einen das Gesicht hinhalten muss und zum anderen, dass man sich auch so ein bisschen einteilen kann in den Arbeitsbereichen? Ja, man kann sich das sehr, sehr gut so zuschieben. Und das ist nicht, dass einer zu faul ist, das zu machen, sondern jeder hat wieder andere Schwergewichte. Ich bin sehr, sehr nahe an der Mannschaft und am Bo und an Christian. Deshalb bin ich so das Bindeglied zwischen Sport und der sportlichen Leitung und dem Wirtschaftlichen und da bin ich sehr, sehr gut, was dann Transfers, was vielleicht nach dem Spiel die Einordnung und so weiter so angeht. Es gibt immer noch online dieses wunderschöne Video, als damals nach einem Nachfolger gesucht wurde für Thomas Tuchel und Sven Hieronymus damals auch für die AZ euch angesprochen hat in der Stadt, so wer kann es denn sein und überhaupt nicht realisiert hat, mit wem er eigentlich spricht und dass er einen der potenziellen Nachfolger vor der Linse hat. Das passiert heute aber nicht mehr, oder? Wahrscheinlich auf dem Weg durch die Stadt kommen die Leute eher und wollen wissen, ob Dominik Kohr schon fest verpflichtet ist. Ja, genau. Also es ist schon so, dass damals der Sven hat danach gesagt, klar, habe ich ihn gekannt und so. Also, das hatte ich dann auch, aber er hat mich den Moment in dem Ding, da bei der Römerpassage, in der Konstellation, in Zivil, wie ich da kam, sicherlich nicht erkannt. Sonst hätte er mich ganz sicher gefragt, was wollte, was will. So. Ich wohne ja am selben Ort, aber in der Römerpassage, nee, und dann meine Cafés und da Bon Paristas und mich da so bewege, da höre ich noch oft, ach, der Trainer, so, das kommt schon noch. Also da läuft nicht so. Aber auf der anderen Seite kommt dann da, wenn ich jetzt draußen sitzt oft schon einer, der sagt, na, was macht das mit dem Chor, bleibt der, gell, wo ich, oder so. Und der Kontakt ist sehr, sehr wertvoll. Da bin ich mir ganz sicher. Dann wollen wir jetzt auch quasi die Zeit wieder frei machen für die sportlichen Aufgaben. Es gibt zum Abschluss die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte als kleines Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Gut. Mich hat es auch gefreut, mal so über das ganze Große zu reden und gute Arbeit im Hintergrund und deshalb einen schönen Tag noch und jetzt kann der Rasenmäher wieder loslassen, genau, oder? Genau, Dankeschön.